Und nicht nur unsere Leute, sondern auch die Touristen. Nehmen wir noch ein weiteres Parkhaus hier vorne mit hin. Ich will kein Generalkomitee. Muss ich das haben? Das wäre schlecht für mich. Okay, dann brauchen wir noch ein Baubüro nicht unbedingt. Ach, wir brauchen im Prinzip gar nichts mehr hier unten. Bin soweit zufrieden. Wie sieht's aus mit dem Strom? 320 produzieren wir, 167 Megawatt verbrauchen wir gerade mal. Das ist okay. Dann können wir jetzt ein paar Luxuswohnungen bauen. Unterkunft, Luxusunterkunft, Luxusvilla. Unterkunft für wohlhabende Bürger. Bauplan erforderlich. Auch darauf hätte ich ja auch mal Bock. So, dann können wir jetzt ganz normale Luxusunterkünfte bauen. Ich bin gespannt. Oh nee, da muss ich noch warten. Wie viel Wohnqualität das bietet. Luxusunterkunft kommt damit hin. Passt nichts mehr zwischen, aber hier. Ach Gott, kein Geld mehr. Ups. Zu viel gebaut, verdammt. Okay, warten wir es ab. Wir kriegen eh gleich wieder genug Geld und dann werden wir uns ein Sowjet einrichten. Im Ministerrat. Ich hoffe, die müssen dafür nicht alle komplett benannt sein. Und ich brauche noch eine Straße hier hoch. Das will ich auch als Touristenfalle haben. Aha. Aha. Ganz viele Leute unterwegs. Im Riesenrad. Es gehen ganz viele in den Wasserpark. Die Löhne sind hier überall bei 7, ne? Stimmt. Überall, wo ungebildet ist, 7. Hatte ich ja gesagt. Touristen sind wieder eingetroffen. Finanzhilfen kommen dazu. Wir haben gezockt, $490 bloß ausgegeben. Ein Schiff hat angelegt. 6 neue Einwanderer für Tropico. Oh, wir haben uns sehr gut gemausert. Ich habe noch nie so viele glückliche Menschen auf der Straße gesehen, als hätten alle Schwiegermütter die Insel verlassen. Ja, so kann man es auch sehen. Oh, geil. Wir haben jetzt auch 4 Hochschullehrer, die unsere Leute ausbilden und dementsprechend auch ganz, ganz viele, die dann in den Hochschulen als Hochschüler arbeiten. Wie zum Beispiel die Generäle. Hier ist jetzt ein General und da ist auch einer. Und wir brauchen insgesamt 5. Das heißt 3 Stück noch. Fremder Herrscher, der mächtige chinesische... Ja, das Exportvolumen werden wir schon auf 2000 steigern, hab mal keine Sorgen. Das kriegen wir schnell hin. Dich habe ich noch gar nicht aufgestuft und dich auch nicht. Wollen wir gleich mal machen. Alles für die Wohnqualität. Die mittlerweile sogar bei 52% ist. Sehr gut. Sicherheit sieht sehr gut aus. Umwelt sieht okay aus. Freiheit könnte schöner sein. Arbeitsbedingungen sind aber auch mittlerweile auf 46%. Dadurch, dass wir das alles ein bisschen hochgestellt haben von den Löhnen, sind die Leute zufriedener. Polizeiwachen bekommen jetzt 11. Ne, alle bekommen jetzt 11. Löhne für Oberschüler festlegen. Löhne für Oberschüler festlegen, genau. Ach, der Müll, der verabschiedet sich so langsam, auch wenn es besser sein könnte. Jetzt haben wir auch die Strandvillen. Eintrittsgeld 46, Servicequalität auch ganz gut. Da sind auch ganz viele Leute unterwegs. Wir brauchen noch weitere Strandbars und so weiter. Attraktionen, eine Zeppelinfahrt. Luxusattraktionen, ein Yachthafen, deswegen habe ich den Platz hier gelassen. Wusste nämlich ganz genau, dass der riesig wird. Ein Spa brauchen wir noch nicht, aber einen botanischen Garten, den stellen wir hier mit hin. Kann ich da noch, warte, kann ich da einen Weg zwischenbauen? Ja, kann ich. Gut, dann kommt da der botanische Garten hin. Nein, ich habe den Weg einen zu weit gebaut. Obwohl, so geht's auch. Ein Glück, ein Glück.
So, habe ich noch genügend Generäle? Oh ja, jetzt habe ich 3. Oh, ich habe das Ziel abgeschlossen. Ganz viele Generäle. Sehr nice. Und unsere Hochschüler sind jetzt ganz, ganz motiviert. Wir haben jetzt 6 Lehrer. Das dürfte für eine Weile reichen, um erstmal ganz, ganz viele Hochschüler zu bekommen. Arbeitsbedingungen auf 21 festlegen für alle. Parkhaus überlastet, bauen Sie daneben ein neues. Das geht nicht, da ist kein Platz mehr. Ich könnte höchstens, ja, hier noch ein neues bauen. Zwischen die Hochschule und zwischen die Militärbasis. Sehr gut. Und jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt können wir uns... Wir haben wirklich alles. 124.000 Dollar. Jetzt können wir uns doch tatsächlich nicht nur weitere Wirtschaftsminister und weitere Minister leisten. Muss bloß gucken, was ich hier brauche. Courage, Führung, Unterdurchschnitt. Naja, ist mir besser als... Lieber als nichts. Außergewöhnlich. Ministerium, Auswärtiges Amt. Intelligenz, keine Courage. Nee, tut mir leid. Dich kann ich nicht nehmen. Und einen Minister für Inneres. Überdurchschnitt, Überdurchschnitt, außergewöhnlich, nehmen wir. Sehr gut. Arbeitsbedingungen sind alle super. Wir sind auch nur Oberschüler. Gut, und jetzt muss ich das vom Ministerrat in Volkskomitee umändern. Ziel erreicht. Das größte Land der Welt, die UdSSR, hat soeben eine Erklärung verabschiedet, die die politische Ausnutzung und den kolonialen Hunger der imperialistischen Mächte auf Isla Desconocida verurteilt. Die Kommunisten dieser Welt werden nicht tatenlos zusehen, wie die USA in ihre europäischen Lakaien die Genossen aus Tropico ihrer Freiheit, Würde und Bananen berauben. Schon gar nicht der Bananen. Ja, das größte Problem überhaupt, dass die Bananen verschwinden. Oh mein Gott. So, wir haben neue Touristen. Super. Die Hotels sind alle so gut wie ausgebucht. Wir brauchen neue. Dann einmal ein ganz normales Hotel. Und sogar noch ein Hotel-Hochhaus. Kann ich nicht nochmal machen? Sie haben die maximale Anzahl dieser Gebäudearten gebaut. Ach, mehr geht gar nicht. Luxuriöse Villa am Strand für reiche Touristen, Besucher, Öko-Party-Typ, Vermögen, Kinder, Touristen. Flughafen könnten wir höchstens noch bauen, aber das brauche ich im Moment nicht. Machen wir mal noch ein Luxushotel. Gott, oh Gott. Na denn, her mit dem Flughafen. Ist zwar riesig, aber das ist egal. Unterkunft, Infrastruktur. Einmal eine Straße hier entlang. Dann brauche ich auch noch ein Parkhaus direkt daneben. Und noch ein paar Attraktionen, damit die Leute gleich dort einkaufen gehen können. Apropos einkaufen, da fällt mir doch gerade mal was ein. Erstmal eine Fernsehstation. Ja, die will ich hier haben. So. Und ich möchte eine Zeitung, aber eigentlich wollte ich ein Einkaufszentrum haben. Deswegen bin ich bei Einkaufsstation. Besuchen Sie unseren botanischen Garten. Exotische Pflanzen, eine gefährdete Flora, menschenfressende Fliegenfallen, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen und fauliger Gestank. Als würde man durch den Dschungel streifen. Aber hier zahlen Sie dafür. Na juhu. So. Präsident, die USA befassen sich mit dem internationalen Dauerstreit um Isla Desconocida. Wir wussten von Anfang an, dass es eine schlechte Idee ist, sie in die internationale Gemeinschaft aufzunehmen. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Die USA verurteilen das Verurteilen der UdSSR scharf und sind bereit zu zeigen, dass es dem Westen nicht nur um Ausbeutung und Profite geht. Es geht auch darum, als Zeichen der Unterstützung Geld zu geben. Wohin sollen wir es überweisen? Bedenken Sie, dass die US-Regierung verärgert sein wird, wenn sie alles stehlen. Ich rate Ihnen, nur einen Teil zu stehlen. 20.000 auf Schweizer Bankkonto, minus 10 USA-Beziehungen.
Ein Teil stehlen dafür 10 USA-Beziehungen und 20 USA-Beziehungen. Nö, 10 ist okay. Es ist an der Zeit, an Revolution, Freiheit und der Unabhängigkeit für Isla Desconocida zu arbeiten. Weltweite Anerkennung ist dabei inbegriffen. Nun haben wir das Proletariat mit ausreichend Elektrizität und der Führungsrolle des Volkskomitees unterstützt. Wir müssen nur noch den Einfluss der Monarchisten vermindern, indem wir 130 Revolutionäre gewinnen. Ich schätze, Kommunisten und Loyalisten geben wunderbare Revolutionäre ab. Auch die Bars werden die Leute zu Revolutionären machen. Finden Sie über 30 Stück. Wir haben 193. Ziel abgeschlossen. Und jetzt? Okay, also, die Gesamtzufriedenheit sieht sehr, sehr gut aus. 63%, ich bin sehr, sehr zufrieden. Wir haben 78% bei der Nahrungsqualität, 91% in Sicherheit, 67% in Umwelt und 93% in Respekt. Tja, weil die Leute Respekt vor mir haben. Respekt! Fünf neue Einwanderer für Tropico. Wir werden hier unten auch noch weitere Gebäude für uns bauen. Unterkunft, Apartment. Appartemente. Passt gar nicht. So. Damit die Leute dort auch irgendwo wohnen können, wo sie arbeiten. Präsidente, eine wütende Meute bewegt sich auf den Palast zu. Sie haben Steine, Knüppel und Molotow-Cocktails. Nein, nicht Mojito, Molotow. Rufen Sie die Armee und bleiben Sie vom Fenster weg. Was? Die Leute marschieren mit Äxten und Stöcken gegen den Palast. Tropico steht am Rande eines Bürgerkriegs. Nur eine Demonstration zum Tag der Arbeit. Eine Feier. Keine Revolte. Oh, wusste ich gar nicht. Wie schön. Ja. Dann wollen wir mal ganz viele Armisten rausholen. Hier unten knallen die sich gegenseitig ab. Sie sind vielleicht sehr beschäftigt mit Herrschen, aber ich wollte Ihnen nur sagen, dass unser fingierter Aufstand in Wahrheit ein echter ist. Alle kämpfen, Loyalisten, Revolutionäre und sogar böse alte Frauen. Mit Handtaschen. Hoffen wir, dass die guten Jungs gewinnen, denn diese Leute, die auf den Straßen rebellieren, wollen eine Regierung aus dem Amt gejagt sehen. Keine Sorge, wir werden gewinnen. Ich weiß nur nicht mehr, wer wir sind. Ich packe für alle Fälle die Wertsachen. Wir sind die Guten. Wir haben noch 19 Verräter. Die restlichen werden gerade alle getötet. Bum, bum. Laufen da unten rum wie Ameisen. Wir haben noch 6 Verräter. Und die laufen hinter denen her. 4. Das sind alles Loyalisten. So, jetzt wohnt hier keiner mehr. Die haben die Leute gerade im Haus erschossen. Was geht hier ab? Könnt ihr nicht woanders rumgrölen? Präsidente, unsere tapferen Helfer, inspiriert durch ihren Mut, haben den Palast und ihr Mandat beschützt. Jetzt können sie sich nicht mehr über Regierung beschweren. Schließlich haben sie für ihre Präsidenten gekämpft, nicht wahr? Die UdSSR hat soeben die neue Volksrepublik Isla Desconocida bei der UNO anerkannt. Es wird noch heiß darüber debattiert, ob sie die alte oder neue Regierung repräsentieren. Aber die UdSSR musste Stellung beziehen. Egal, sie tun einfach so, als wären sie die neue Regierung und wir sagen nichts. Die USA und Europa können nicht viel tun, weil sie schon ihre alte Regierung anerkannt und unsere 56 Atom-U-Boote um ihre Insel herum gesehen haben. Willkommen in der glänzenden sozialistischen Zukunft. Sieg! Die Isla Desconocida ist wieder unabhängig. Der Kampf war hart, doch es hat sich gelohnt. Wir haben die Imperialisten vertrieben und die Nation von ihrem Einfluss befreit. Das Risiko hat sich bezahlt gemacht. Unser Kampf für die Unabhängigkeit fand in der ganzen Welt Beachtung und die Insel ist eine anerkannte Nation. Als Befreier und legitimer Herrscher werde ich die erste Phase meiner Rache einleiten. Es ist an der Zeit, eine Rechnung zu begleichen. Oh. Okay, also wir müssen wohl so langsam in die Endphase der Kampagne einsteigen, auch wenn wir jetzt erst 10 Missionen durch haben und noch weitere 10 übrig sind.
Auf dem Schweizer Bankkonto tummeln sich im Moment nur 174.000 US-Dollar. Außerdem noch 40 Ruhmpunkte, insgesamt in der Kampagne 206.828. Koloniales Denken in der Karibik muss abgeschafft werden, notfalls mit Gewalt, sagt Sowjetrussland. Wir gehen in die nächste Mission rein, ich warte aber so lange, bis die neue Folge beginnt, bevor ich auf Sieg klicke, denn dann wissen wir ja, sind wir schon in der nächsten Mission. Also, bis gleich.